Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier bei Potion Permit. Und ein Abo und ein Daumen hoch oben sind natürlich wie immer umsonst, würde mich mega freuen, zu der ihr zu entscheiden solltet. Ah, guck mal, das haben wir schon durch. Aber natürlich, ich frage mich, wann die nächste Aufführung ist. Ich hoffe aufrichtig, dass ich daran teilnehmen kann. Wir haben auch nicht mal so viel Mondnelken. Wir müssen ein bisschen aufpassen, wir müssen ein bisschen schauen. Ey, wir müssen sie eh raushauen, also von daher. Wir haben noch so viele Charaktere, bei denen wir uns anfreunden müssen. Ein Alchemie-Genie, was soll das sein? Menschen helfen, Paar, was für ein Quatsch. Siehst du, der alte Tatterkreis hier zum Beispiel. Da haben wir uns auch schon ein bisschen eingeschleimt jetzt wieder. Was soll ich morgen kochen? Luke arbeitet sehr hart, er braucht viel Energie. Ich sehe Luke mit seiner Sense zu, wie er jeden Tag auf dem Feld arbeitet. Er ist bestimmt sehr müde. Ich wünschte, ich könnte ihm helfen. Oh, noch ein Geschenk für mich. Juhu. Komm. So, die nächsten paar Charaktere, die wir demnächst machen werden. Da-da-da-dam-dam. Ich gehe immer am Donnerstag hier hoch, ich merke das schon. Aber wir können jetzt nicht an Stufe 2 zum Beispiel angeln, ne? Da brauchen wir eine bessere Angel für. Ja. Ich weiß halt nicht, wo man eine bessere Angel herbekommt bisher. Töffli, vor kurzem habe ich es geschafft, ein paar Pfund abzunehmen. Ja, ja. Okay, der können wir auch nicht mehr leveln. Gut zu wissen. Ist hier noch irgendjemand drin? Hallo? Nö. Niemand. Hier ist, habe ich schon noch jemand drin, bei dem ich leveln kann. Das ist meine Freundin. Bei der kann ich nicht leveln. Bei ihm kann ich nicht leveln. Die hier unten. Ist die da? Bitte, Helen, mach das nicht nochmal. Das ist gefährlich. Komm schon, Schatz. Ich bin eine erwachsene Frau. Ich kann auf mich selbst aufpassen. Aber du hast ja keine Ahnung, in welcher Gefahr du dich befindest, wenn du ganz alleine die Wildnis durchstreifst. Erwachsene Frau oder nicht, die Monster werden dich verletzen, wenn sie dich entdecken. Ach, Schatz, machst du dir Sorgen um mich? Nein, 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 das meine ich nicht. Ich... Hey, ey, du Alchemie-Genie, komm hier rüber. Hör dir diesen Quatsch an, okay? Diese Dame hier, Helen, glaubt, dass es okay ist, einfach ganz alleine durch die Wildnis zu spazieren. Nur um nach einem glänzenden Kristall oder sowas zu suchen. Als Polizist denke ich, dass ihre Sicherheit viel wichtiger ist als irgendein Stein. Habe ich recht? Okay, ich muss nach diesem strahlenden Kristall suchen, verstehst du? Ich liebe es, Edelsteine zu sammeln, und der hier steht ganz oben auf meiner Liste. Um mich brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Nein! Was, wenn ich für dich danach suche? Die Monster da draußen sind unberechenbar und unheimlich. Wenigstens kann ich mich wehren. Was hast du gesagt? Da du dich in der Gegend besser auskennst, wäre es besser, wenn du das übernimmst? Oh, naja, wie selbstlos das doch von dir ist. Also, was meinst du, Herr Polizist? Unser liebes Alchemie-Genie wird mir bei der Suche helfen. Ich schätze, dann ist das in Ordnung, wenn unser Alchemie-Genie die Sache im Griff hat. Wunderbar, bitte komm zu mir, sobald du ihn gefunden hast. Ich schulde dir was, Schätzchen. Hast du den Kristall für mich? Fantastisch, gehen wir zusammen zur Akkadhalle. Vielen Dank, Alchemie-Genie. Du hast den Kristall für mich gefunden und er sieht so wunderschön aus. Naja, dann habe ich jetzt wohl Feierabend, wo dir das Alchemie-Genie gebracht hat, was du brauchst. Aber bring dich beim nächsten Mal bitte nicht in Gefahr. Ich könnte auch ein Kristall für dich suchen gehen, weißt du? Vielleicht sogar einen größeren, wenn du... Einen größeren? Sind wir ein bisschen eifersüchtig, Schatz? Was? Nein, absolut nicht. Ich erledige nur meine Pflicht als Polizist. Um sicherzugehen, dass alle Bürger in Sicherheit sind. Ja, du bist eifersüchtig. Eifersüchtig auf unser Alchemie-Genie-Freund. Lass uns doch mal etwas trinken gehen, Dean. Wie wäre das? Ich lade dich ein. Nein, danke. Ich muss jetzt los. Entschuldige mich bitte.
Naja, er ist ein dummer Junge, aber eigentlich ganz süß. Man sagt, meine Tarotdeutung sei unheimlich genau. Ich lasse dich kostenlos einen Blick darauf werfen, wenn ich dafür ein Date bekomme. Ah, mit der haben wir auch schon alles durch, oder was? Mit der auch, oder was? Ah, interessant. Haben wir mit der wirklich schon alles durch? Ja, die ist auf Max. Wunderbar. Läuft, würde ich sagen. Guck mal, ob hier oben noch irgendjemand zu Hause ist, der... Nee. Nope. Na gut. Gebetsstunde müssen wir morgens hin. Und das ist beim Klabautermann. Ich habe gehört, dass du in letzter Zeit viel geangelt hast. Komm, besuch mich im Park. Es gibt etwas, das ich dir gerne zeigen würde. Ah, vielleicht kriegen wir eine neue Angel. Wir müssen aber in den Park. Und das ist um 18 Uhr. 8 bis 18 Uhr. Das müssen wir alles am nächsten Tag machen. Leider. Hoffentlich gibt es nicht wieder einen Großalarm. So, das erste Mal nach Hause kommen mit den neuen Möbeln. Ist doch schick, oder nicht? Kannst du was sehen lassen. Alarm! Ist sehr viel Platz, das stimmt, sehr viel Luft, aber... Naja. Ich habe ein seltsames Gefühl. Okay, drei Sachen. Alles auf der rechten Seite, es könnte ein Schlaganfall sein. Okay. Dum, bum. Boah, zweimal Donnerkuss. Uiuiuiuiuiui. Das wird gut Geld geben, das kann ich schon mal sagen. Also weit über 1000 müsste das sein. So 1300 oder sowas dürfen wir hier bekommen für die Behandlung. Ach Mist, ich hätte es zum Rezept hinzufügen machen können. Mist. Hätte ich mir jetzt erspart, das alles nochmal einzusetzen hier. Übrigens, mit Maus und Tastatur geht das viel schneller. Guck mal, man kann einfach... Habe ich mich herausgefunden, weil ich habe das letzte Mal, als ich gefarmt habe, habe ich viel mit Maus und Tastatur gespielt. Aber so ist das halt manchmal. Maus und Tastatur ist halt manchmal schneller, vor allem bei einer Menüführung und so.
gucken, wie viel Geld das jetzt gibt. Nur 1110. Da hätte ich die Tränke besser verkauft, hätte ich mehr Geld gemacht. Ich glaube tatsächlich, wenn ich die Tränke verkauft hätte, hätte ich glaube 1300 gemacht oder so, oder 1200. Das ist schon weniger als meine Behandlungskosten, hat die mir gegeben. Naja, mein Ring. Meine geliebte Gemeinde, aha, aber die ist auch jetzt gerade krank, oder nicht? Also, beim Klabautermann Park im Bauernhaus vorbeischauen, bis sonntags. Ich habe eben wirklich meiner Kinder nachgedacht, ich glaube, ich brauche da Hilfe. Ein Bauernhaus treffen, zweimal im Bauernhaus, okay. Okay. Ich glaube, weil sie jetzt im Krankenbett liegt, wird dieses Event nicht starten, oder? Wenn wir um 8 hier reingehen. Nee. Dann können wir eigentlich in den Park gehen, in den Stadtpark. Ich glaube, das war da, wo wir angeln konnten, ne? Das ist der Park. Und danach müssen wir zum Bauernhaus zweimal um 9 Uhr und dann einmal um 10 Uhr, damit wir bei der Event starten. So, das hier unten ist doch der Park, oder? Ja. Hey, das ist unser Alchemie-Genie. Ich sehe dich öfter hier. Liano sagt, du angelst gern. Ei, unser Alchemie-Genie probiert es gerne mal. Ich habe dich hergebeten, weil ich mir deine Angelroute ansehen wollte. Yay, Upgrade. Ganz genau, deine Angelroute, kann ich die mal sehen, blaue Jacke? Sie scheint mir nicht ganz in Ordnung zu sein. Wenn ich sie mir so genau ansehe. Diese Angelroute wird langsam brüchig. Du benutzt sie so oft, dass sie langsam kaputt geht. Rena? Ja? Du kannst diese Angel doch verbessern, richtig? Das könnte ich, aber wenn ich eine bessere Angel daraus machen soll, brauche ich erst bessere Materialien. Was genau bräuchtest du denn, Blaujacke? Ich brauche das nötige Material, um die Angelroute unseres Alchemie-Genie stabiler zu machen. Hey, Alchemie-Genie, du hast zugehört, ey? Besorg das Material, das er haben will, und bring es mir. Du willst wissen, warum? Weil ich großes Talent in dir sehe, Blaujacke, und das sollte auch nicht verkümmern. Wuff, wuff. Bitte zeige mir, aber ich glaube, ich weiß, wo die ist. Ich glaube, ich weiß, wo sie ist. Sie wird beim Boot sein. Oh ne, Leute, ich muss eine Sache ganz schnell machen. Ich muss zum Bauernhaus, ganz, ganz wichtig. Wir müssen die Sequenzen starten. Dann, ba-bam, bam. Klappt ja schon mal sehr gut, oder? Ach so, 10 und 11 waren das, okay. Ja, dann können wir ganz schnell zum Schiff. Du hast das Material gefunden. Gute Arbeit, Blaujacke. Dann gehen wir jetzt zu Rena. Komm mit. Bitte schön, deine neue Angelroute. Tja, ich hoffe, mit der neuen Angel hast du bald noch mehr Fische am Haken. Ich sehe großes Potenzial in dir, Alchemie-Genie. Und ich will, dass du siehst, wie viel Spaß das Angeln macht. Liano, ich habe dich noch nie so eifrig gesehen. Arr, mein Herz schlägt einfach für das salzige, feuchte Nass da draußen. Das ist alles. Jetzt aber los mit euch beiden. Ich habe noch Wichtigeres zu tun.
bam, 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 bam. Eine ordentliche Angelroute erhalten. Yay. So, um 10 müssen wir aber jetzt wirklich da rein. Gott sei Dank bist du hier. Ich wollte dich etwas fragen. Garrett sitzt dir am Rollstuhl. Da du nun schon mal in der Stadt bist, würdest du ihn dir mal ansehen? Er ist in seinem Zimmer. Komm bitte herein. Die haben aber ein großes Bett. Hä? Dieser Neuankömmling, das Alchemie-Genie. Wieso bist du hier? Was willst du? Mercy sollte lieber nicht immer wieder davon anfangen. Das Einzige, was Alchemie-Genies können, ist, dich in einen verflixten Rollstuhl zu setzen, um sich zu verkrümeln. Mach schnell! Ich habe ein seltsames Gefühl. Rechtes Knie. Oho, das ist aber cool. Dass es eine Quest jetzt ist. Das finde ich cool gemacht. Das finde ich ganz cool. So, Hausbesuch-mäßig, aber es gibt es leider nur einmal scheinbar bisher. Zumindest bisher gibt es das nur einmal. Hätte ich mir öfter gewünscht, dass man auch so Hausbesuche macht, ne? Ich wusste doch, dass sich nichts ändern würde. Ich habe das Gleiche schon bei der letzten Untersuchung zu hören bekommen. Es bringt einfach nichts, diese elende alte Seele am Leben zu halten. Du kannst jetzt gehen. Ich sagte, geh! Wenn man dich nach mir fragt, sag einfach, dass mir alles in Ordnung ist. Und, wie geht es, Papa? Er hat gesagt, es geht ihm gut und wir sollen uns keine Sorgen machen? Na, da sind wir aber erleichtert, nicht wahr, Mama? Mama? Oh, ja, danke, dass du nach ihm geschrien hast. Ich werde dafür sorgen, dass er viel Ruhe hat. Wir am Ende doch heilen? Wäre cool. Ein Alchemie-Genie? Ja, Menschen helfen. Pa. Du bist dieses neue Alchemie-Genie, stimmt's? Ich hoffe, du kannst dich an das Leben dieser Stadt gewöhnen. Okay. Das ist, glaube ich, das Event dann um 11. Um 11? Fühlst du dich nicht auch manchmal ängstlich, wenn jemand deine Hilfe braucht? Es ist sehr nett, dass du mir das gibst, Töffli. Wir machen Fortschritte auf jeden Fall. Wir könnten ganz schnell, wenn wir ganz, ganz schnell sind, können wir nochmal ganz kurz zum Rathaus und dem Maya dieses Eisenerz und sowas bringen. Da haben wir das auch schon mal erledigt. Alle geben ihr Bestes für diese Stadt. Ich bin dankbar, dass ich nicht alleine bin. Du hast alles. Wunderbar. Gehen wir gleich zusammen zur Herzblutschmiede. Du möchtest, dass ich all das innerhalb einer Woche anfertige? Das wird aber nicht billig. Naja, zumindest habt ihr die Materialien bereits besorgt. Egal, wie hoch die Kosten sind, ich bin bereit, den Preis zu zahlen. Das ist zum Wohle aller in der Stadt, auch zu deinem. Ich hoffe, es macht dir darum nichts aus, flinker als sonst zu arbeiten, wobei die Qualität natürlich stimmen sollte. Gut, in ein paar Tagen werde ich die neue Ausrüstung den Rangerinnen und Rangern bringen.
Danke für deine Hilfe, Töffli. Ohne dich hätte ich das nicht geschafft. Die Bedürfnisse der Menschen dieser Stadt haben für mich oberste Priorität. So, auch das haben wir abgeschlossen. So, jetzt gehen wir wieder zum Bauernhaus. Ihr seht, wir haben einen echt vollen Terminkalender derzeit. Wir laufen von Ort zu Ort. Da bist du ja, komm hierher. Gibt es eine Möglichkeit, jemandem beim Wachsen zu helfen? Ich habe gehört, es gibt vieles, das Kindern dabei hilft zu wachsen. Laura möchte so groß sein wie Luke. Das sind tolle Neuigkeiten. Kannst du Luke außerdem helfen zuzunehmen? Auch schmächtige Jungs verdienen es, die Liebe ihres Lebens zu finden. Luke kann einfach keine Verabredung finden. Mein kleiner Junge sieht wirklich gut aus, aber er ist zu dünn. Ein Gewichtsverstärker und einen Knochenverstärker müssen wir herstellen. Die fürsorgliche Mutti. Oh Mann ey, herrlich. Aber wir haben schon lange keine Stadtverbesserung mehr gehabt, ne? Obwohl wir jetzt sehr viele Quests erledigen hier. Haben wir echt lange keine Verbesserung der Stadt gehabt. Ganz weird. Aber gut. So ist es halt. Ich würde gerade. Ich mach das lieber mit den Dingern aus einem ganz einfachen Grund. Weil diese anderen Dinger hier, die, davon habe ich zu wenig. Ich muss die ein bisschen aufsparen für den Moment, wo ich sie brauche. So, Gewichtsverstärker, also einfach viele Kalorien vermutlich. Und beim Knochen, keine Ahnung, was sie da reinpacken. Ganz viel Calcium. Ganz viel Calcium. Bam, bam, bam. Hast du die Tränke dabei? Besprechen wir alles weitere noch bei mir zu Hause. Das hast du also gemeint? Oder gemacht? Gemeint? Wenn sie das trinken, wird es ihnen helfen, aber sie müssen dennoch gesund essen. Mach dir wegen des Essens keine Sorgen. Die beiden essen wie ein Scheunendrescher. Ich sorge dafür, dass sie das Mittel regelmäßig zu sich nehmen, indem ich sie einfach ins Essen kippe. Ach ja, wieso überzeugst du dich nicht selbst davon? Iss bei uns zu Abend. Ich habe den Lieblingskuchen meiner Familie gebacken. Komm, nicht so zurückhaltend. Ich hole dir eine Schüssel, damit du wenigstens einmal ein Gericht von mir probieren kannst, ja? Hopp, 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 hopp. Noch ein Geschenk für mich. So. Okay, das mit der Gemeinde können wir nicht machen. Miau, 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 miau. Bam, 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 bam. Wir müssen auch mit dem Bürgermeister noch dicker werden. Möchtest du einen Keks? Oh, oh je, ich schwöre, ich hatte die Tasche gerade in der Hand. Ich bitte um Entschuldigung, Töffli. Ja je, noch ein Geschenk für mich. Ich bin so zwiegespalten, wenn es um Kaffee geht. Ja, haben wir auch schon gehört. So. Wenn Ruhe etwas Schlimmes zuschüsst, werde ich mir das nie verzeihen.
besten Dank. Ja, langsam haben wir keine Mutnelken mehr. Wir hatten so viele, haben wir alle ausgegeben. Aber es lohnt sich ja, ne? Ich muss mal bald eine Liste machen. Ich glaube, zwischen den Parts jetzt. Werde ich mal ganz kurz durch die Freundes- oder Freundschaftsliste gehen und mir alle Namen irgendwie aufschreiben, zu denen ich noch Beziehungen. Wo ich die Beziehung noch verbessern muss. Also jetzt schlafen gehen ist auch ein bisschen blöd, ne? Ich hatte überlegt, ob ich jetzt schlafen gehe, aber das macht ja auch keinen Sinn. Wir haben noch so viel Zeit. Wir sollten auf jeden Fall noch mal schauen. Hundi. Ja, ja. Ja, kriegst du... Nee, den Fleischantopf kriegst du nicht. der bleibt für mich. Falls ich den nochmal brauchen sollte. Wir werden sowieso wieder Sachen sammeln müssen. Ah, die beiden unten. Die müssen auch noch, die Ranger. Da muss ich auch nochmal ganz kurz hin. Wunderbar. Dann haben wir dadurch auch bald wieder zwei neue Quests. Es sind nicht nur Rohstoffe, die in der Natur wachsen. Du kannst auch einige essbare Dinge finden. Hast du die riesigen Bären in Wiesengrund gesehen? Sie sind süß, oder? Ich liebe ihr Fell und ihre Krallen. Wirklich für mich? Danke. So, jetzt müssen wir reden. Jeden Tag reden. Deswegen brauche ich die Liste nachher. Ganz, ganz wichtig. Wisst ihr, mit wem ich auch noch reden müsste eigentlich? Bin ich so selten hingegangen zu dem Typen. Der ist nicht hier, der ist ich glaube rechts rum unten, hier unten das Haus hier, da wo der Matthew lebt. Der mich ja nicht mag. Eigentlich müsste der mal öfter hingehen, aber das ist halt immer so weit weg, ne? Das ist das Problem. Das ist immer so weit weg. Den haben wir schon voll. Definitiv. Bam, 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 bam. Immer wenn ich mich hungrig und schläfrig fühle, bin ich unentschlossen. Und was soll ich mich zuerst kümmern, schlafen oder essen? Beides ist gleich verlockend. Okay, der ist aber auch schon voll scheinbar. Wir können natürlich nochmal gucken, aber ich glaube, die haben schon zu, ne? Ja, 15 Uhr. Ich kann mal gucken, ob ich trotzdem noch einkaufen kann. Ne, ist gerade zugegangen, lustigerweise. Gerade hat das Leuchten aufgehört. Hätte schon mal Möbel kaufen können, aber gut. Ahoi, da kommt das alte Mijini. Wenn du nichts zu tun hast, dann leiste mir Gesellschaft beim Angeln. Ah, den haben wir schon voll. Naja. Gut. Dann könnten wir noch hier hingehen. Auf den Friedhof vielleicht. Ah, Ruhe ist da. Guck mal. Ich will noch mal ganz kurz zur Ruhe. Heute ist so langweilig. Die Kiddies müssten auch hier drin sein, ne? Oder eins zumindest. Aber hier ist keins. Gerade zumindest nicht. Bam, bam, bam. Badadam. Die Inspiration ereilt einen manchmal an den unerwartetsten Orten. Bei mir ist es auf dem Friedhof. Na, wir müssen nur einige Male mit denen reden jetzt, das ist das Problem. Wir brauchen neue Mondnelken. Wir brauchen mal wieder so einen richtig schönen Notfall in der Stadt. Ganz ehrlich. Einfach mal wieder so einen richtig schönen Notfall. Mein Großvater hat mir beigebracht, wie man Flöte spielt. So. Hey, kann ich noch etwas von dem Trank haben, den du mir gegeben hast? Ich möchte ja sehen, wie die anderen aus der Maya reagieren. So, ich glaube, jetzt können wir mal langsam ins Bettchen gehen.
So, meine lieben Freunde auf YouTube. Wir sehen uns wieder im nächsten Part. Bis dann, haltet die Ohren steif. Macht immer das Beste aus eurem Leben. Euer Potato Pet verabschiedet sich. Bis dann. Alarm! Tschüss!